Einen wunderschönen guten Tag und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Bulli, heute unterwegs mit dem Jar Jar Binks. Und mit dem Eddie, der genau wie ich mal aufs Klo muss. Ich markiere mal Revier. Wir sind heute mal in einer großen Stadt, denn wir haben uns eine Aufgabe gesetzt. Wir suchen nach Schlössern. Ich schieße dir deinen Lümmel ab, Alter. Ich sag's dir. Gott sei Dank trifft er mich nicht, der Noob. Also, wir haben uns jetzt die Aufgabe gesetzt, hier in der großen Stadt. Wir wollen Schlösser finden. Echt jetzt? Ein Wildschwein in der großen Stadt? Tatsache, da läuft ein Eber rum. Unfassbar. Dafür müssen wir natürlich gucken, dass wir das ein oder andere... Was hast du da für eine Waffe in der Hand? Was hast du da? Was hast du da? Was hast du da? Ach, du hast auch die 74. Ah, okay. So, würde ich sagen, fangen wir mal an hier mit den Häusern. Ich weiß nicht, gibt es hier irgendwie Büro? Ah, warte mal, die Schule, ne? Die Schule hat doch so viele Büroräume, oder? Ich weiß es nicht. Egal, wir suchen jetzt einfach mal die Häuser ab. Vielleicht finden wir hier irgendwie was. Ach so, der Maverick ist auch da. Hallo, Maverick. Der ist allerdings ja nicht bei uns gerade aktiv dabei. Er holt Airdrops. Das ist auch eine feine Sache. Ein Ei, dann kann man Eiweißmangel hochpushen. Wunderschön. Eat it! Oh, meine Kalorien sind wieder plus. Wie ich sehe. Wunderschön. Okay. Das ist halt CT, die ist ja klein, aber die Schule hier in einer großen Stadt, die ist ja recht groß. Brauchen wir einen Bow-Stabilisator? Na gut, dann nehmen wir eine mit. Nimmt ja nicht viel Platz weg. Ein Fernseher, guck mal, ich habe einen richtigen Fernseher gefunden, der ist sogar noch heile, der geht noch. Der geht doch noch. Nicht, brauchen wir auch nicht. Also Schlösser sind ja immer noch erstens sehr begehrt und zweitens relativ schwierig zu finden, ne? Wenn man nicht keine guten Stellen dafür, sag ich mal, hat. Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Auf zur Polizei, lass mal das Wohngebäude hier links liegen. Das stimmt. Vor dem letzten Patch, bevor die Schlösser reingekommen sind, dass man die bauen kann, gab es deutlich mehr. Da hast du vollkommen recht. Aber wir werden trotzdem welche finden. Ich guck mal hier die Autos durch. Vielleicht gibt es ja mal eine Werkzeugkiste. Oh, 20. Ja, die nehme ich mit. 20 Schuss, 22er Muni. Irgendwer von euch schießt ja mal so gern mit der Hunter. Eine alte, gammelige Tomate. Also Schrott nehme ich jetzt nicht mit, ne? So, die Autos habe ich alle nachgeguckt. Na, da war ich vor kurzem, aber da können wir trotzdem mal reingehen. Vielleicht ist er schon respawned. Nicht mal so dicht beieinander laufen, ne, Eddie? Wenn ich erschossen werde, müsst ihr rauskriegen in kürzester Zeit, wo die Schützen sind und müsst sie dann über den Haufen schießen. Wunschdenken. Ich habe mir das heute angewöhnt, ich lasse mich nicht treffen. Das ist gut. Finde ich super. Also, finde ich gut, der Eddie. Gut, Eddie. Jaja, kommst du mit? Geiler Typ, ey. Also das ist eine gute Strategie. Wir behalten das jetzt auch bei. Wir laufen los und lassen uns nicht treffen. Das ist eine, also ich finde, Eddie, beste Strategie überhaupt. Zickzack laufen. Ich laufe zickzack. Zickzacks, zickzacks. Okay. Ach, den Chanda hast du auch über den Haufen geschossen oder was? Nein, oder? Ich wollte gerade sagen, das hätte ich aber mitbekommen, glaube ich. Ah.
So. Bin ja mal gespannt auf die Kommentare, weil die werden das Video auch sehen, bin ich mir sicher. Da bin ich mal gespannt. So, gehst du hoch, Eddie? Obwohl, oder ich gehe auch hoch. Hier kann man auch auf... Ich habe vorhin eins auf dem Boden liegend hier gefunden. Also ruhig ab und zu mal die Tab-Taste aufmachen. Es kann auch mal was auf dem Boden liegen, was man gebrauchen kann. Absinth, Bolzen. Hm. Hast du gehört? Whisky kann man immer mal gebrauchen. Nimm's mit. Bitte. Nimm mit, ist egal. Ja, aber kann man sich schon mit abschießen. Nur Pistolen, oder was? Was sag ich mit so einem Schnarchbär? Ist der noch online? Du hast es jetzt auch endlich mal mitgekriegt, ne? Da pennt der einfach ein. Na. Ärgerlich. Also gab es da oben was? Ich weiß gar nicht, gab es hier im Feuerwehrturm oben irgendwie was? Gar nicht, ne? Oh, Bleiplatte. Im Feuerwehrturm. Ha, so viel dazu. Eine Schaufel im Feuerwehrturm. Feuerwerk im Feuerwehrturm. Hm, widersinnig, aber gut. Ich hätte jetzt mal leck, wenn ich das Menü aufmache. Ich mache das jetzt so. Trick 17. So, jetzt müsste ich noch da hoch. Nee, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Na. Ich laufe hier im Kreis. Dieses Feuerwehrgebäude selber nicht. Die Werkstatt lohnt sich und wo Jaja jetzt drin ist, weil das ein Bürogebäudeteil mit drin hat. Da kann man auch nochmal Schlösser drin finden. Ach nee, das war es dahinter. Ich habe keine Tür aufgemacht. Doch, ich musste ja raus. Wo ist hier? Ja, da... Nein, da war ich gerade. Ich musste da raus, habe ich doch gerade gesagt. Ja, ich bin halt Kampf-Benin hier. Echt cool. Oh, moderne Feuerwehr. Aber bedenkt, dass die meisten Sachen, die man hier findet, eher so nicht so modern sind. Ah, ich habe eine Metallrohr für den Maverick gefunden. Kann ja wieder schöne Rohrbomben basteln. 100er Werkzeugkiste, sehr schön. Unsere schwarze Witwe. So, ich wäre jetzt soweit, dass wir weiter können. Oh, Ruckler. So, wollen wir? Würde ich sagen, gehen wir hier hinten raus. Ich muss erstmal wieder rausfinden. Ich sichere schon mal ab, ne? Ich gehe vor. Ich gehe ja nicht so gern durch die Tore hier, ne? Hier wieder zumachen. Gesundheit! Junge, du niest so laut, das hört man von Österreich bis hierher. Ach, du hast... Ach, der Schweizer hat genießt. Das sagt doch auch keiner. Verlangt doch auch keiner. Ich dachte, Eddie hätte genießt, deswegen. Das hat man sogar von der Schweiz bisher gehört. Junge. So laut niest er. Sag mal, oh, jetzt die Aktion. Ja, komm. Leg dich hin, Aktion abbrechen und weiter geht's. Diese Bugs. So, ich laufe jetzt schon mal zur Polizeistation.
Okay, das war jetzt ein Fail. Ich hüpfe jetzt einfach mal so rein. Oder auch nicht. Vorsicht, ich mach hier auf. Lass mich lieber schießen, Eddie. Wenn du mit deiner Schrot da schießt, haben wir hier gleich die Hölle auf Erden. Okay, hier ist keiner. Ich mache hier erstmal zu. Blendgranate. Aspirin brauche ich nicht. Oh je. Ich habe dich gesehen, aber ich habe dich nicht gesehen. Ich habe dich gesehen, aber ich habe dich nicht gesehen. Das ist so eine schöne Aussage, Jaja. Also ich habe dich gesehen, aber ich habe dich nicht gesehen. Nee, ich nicht. Ja, wahrscheinlich. Ich sehe hier unten, da war ich doch gerade drinne. Der ist bei dir. Guter Mann. Oh, 20er Schachtel kippen. Oder Tagebuch. Ich kann Tagebuch führen, yay. Oh, hier liegt noch einer. Bleib liegen. Ich spiele Fußball mit Zombie. Was? Genau. Ja, ich habe kein einziges gefunden. Ah, früher hat man sie liegen lassen, ne? Heute suchst du den Wolf nach den Scheißdingern. Nee? Ja, du bist ja eine Elster, stimmt. Ja, Sporthalle brauchen wir nicht machen, die haben wir ja eben erst gelootet. So, gibt es ja noch irgendwie Bürogebäude? Dann gehen wir da hin. Das weißt du nie. Ja. Ja. Oh, Zombie. Das Sanitorium. Hm. Okay, ja, könnte man auch noch mal hin. Nicht so richtig, ne? Oh! Alter! Wieso seid ihr an dem vorbeigelaufen, Eddie? Heidewitzka. Voll erschrocken, auf einmal steht er vor mir. Ich dachte, das ist der Jaja oder so. Der hat mein ganzes Magazin jetzt, also den Rest von dem Magazin, was drin war, gefressen. Hey, 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 hey. Ein bisschen aufpassen. Oh ja. Die ganzen Kartons sind ja alle schon gelootet. Ja, Wahnsinn. Und was zu trinken, ganz wichtig. Immer auf den Stoffwechsel achten. Immerhin ist mein Natrium schon um 1500% gesunken. Das ist schon mal gut. Ja, geht's wieder hoch, ne? Ist Wahnsinn, wie salzig der Käse hier ist, ey. Aber gut, Salzlake eingelegt, ne?
Nee. Nein. Du? Echt? Krass. Ach, was? Nö, hatte ich noch nicht. Hä, das ist auch ein Bürogebäude. Wie komme ich denn da rein? Ja, aber wo ist die Tür? Ist hier drüben oder was? Oh ja. Oh, hier sind offene Garagen, offene Türen, Zombies. Sehr gut, Eddie. Ich bin begeistert. Hier hinten. Vier Stück, fünf Stück. Und nichts gefunden. Er hat es einfach nur aufgemacht. Geil. Also auch in Garage kannst du Schlösser finden. Mitnehmen. Freut sich der Maverick. Oder Jaja, wie auch immer. Da freut sich der Bombenbauer. So. Korinthenkacker. Ah, Werkzeugkiste gefunden. Kupferdraht. Nutzloses Item. Kupferdraht. Und ich wette mit euch, man braucht den demnächst irgendwann. Ich nehme den mit. Mitnehmen. Schraubendreher. Mitnehmen. Sagt er hier nicht mitnehmen, ey. Der steigt in der Maverick aufs Dach. Was denn? Oh? Wieso oh? Coole Sache irgendwie. Hier, Eddie, ich habe noch was für dich. Ist schön. So, hier, Jaja, nimm das hier mal bitte. Und das. Und das. Hier, das könnt ihr dem. Kannst du auch gleich mitnehmen, Jaja, weil du brauchst das ja. Gehen wir mal weiter hier, wa? Hier Zombie. Wir sollten mal gucken, wenn einzelne Zombies kommen, dass wir die nur zusammenschlagen hier. Ein bisschen Munition sparen. Voll. Ja, siehst du, deswegen sage ich ja. Lasst sie uns verprügeln. Oh ja, dann schieß doch, wenn. Ey, das. Weißt du, ich muss mich hier verbinden, weil ihr diese Zombies da durchlasst. Ey, das ist Wahnsinn. Ey, das seid die geilsten überhaupt. Na, wenn du siehst, dass ich mich verbinde, dann lass doch den Zombie nicht durch. Da kannst du ruhig drauf schießen. So, weiter jetzt. Sind alle fertig und so? Irgendwo, ja, lass ihn da. Der ist irgendwo im Haus. Die chillt ja auch ihr Leben auf der Straße. Bist du schon tot? Du bist schon tot. Abgespratzelt. Ah. So. Okay.
Okay. Wir stellen da... Ist das bei Judges? Kann sein. Na, vielleicht ist er da drinnen gespawnt. Witzig. Ich gehe noch mal in den Waffenladen hier vorne rein, ne? Ach, hier sind wir ja schon bald beim Sanitorium da, ne? Ja, wunderbar. Was? Na, Alter. Mach keinen Scheiß. Wenn der Graf das sieht, dass du bei seiner Ehefrau klopfst, doch. Wird mit Sicherheit noch besetzt sein. Nein, die untere Wohnung, das... Ach ja. Rausgeekelt. Nice. So, hier sind wir durch. Was? Ah, scheiße, ich hab da hinten eine Ecke gar nicht weitergeguckt. Was für eine AK? 47 Munition oder 74er Munition? Okay. So, das Sanitorium ist ja jetzt gar nicht mal so weit weg, ne? Das ist südwestlich von uns. So, gehen wir doch da mal hin. Na, was macht der Eddie da oben? Oh, gab's da was? Wohnung looten. Hört sich voll spektakulär an. Was gab's, Cocktail? Ich fass es nicht. Ah ja. Hä? Naja. Warum auch nicht? Aber ein Wildschwein. Na, das ist so weit hinter mir. Ich mit meiner alten zerfetzten Jacke hier, ey. Davon gehen die Flicken auch nicht weg. Was ich erstaunlich finde, ich wurde ja vorhin von dem Kane abgeschossen und mein Helm hatte nur noch 43%, den habe ich repariert, nicht einen Flicken drauf. Und der hat ja auch so einen Stoffüberzug. Bei den anderen Helmen hatte ich jedes Mal Flicken drauf, bei dem hier nicht. Finde ich natürlich super klasse, ne? Natürlich. Was bin ich? So. Ich bin halt besonders. Besonders bescheuert. Besonders beschränkt. Nee, Quatsch. Anders. Ja, Thomas anders.
Ja, du siehst heute aus wie anders. Ganz anders. So, bin mal gespannt, wer heute hier am Sanitorium Mine stirbt. Weiß ich nicht. Also ich schätze mal, der Eddie wird irgendwo in die Mine reinlaufen. Aber vielleicht bin es auch ich. Man weiß es nicht. Ja. Eddie ist unser Bombenspürhund. Ja, du spürst sie auf. Weiß gar nicht, ob sich überhaupt irgendwer die Mühe macht, hier das Sanitorium tatsächlich zu verminen. Seid ihr verrückt? So, ich bin im ersten Bürogebäude drin. Was finde ich im Schuhricken? Ah, eine Pilotenbrille nehmen wir mit. Zwanziger Kippen, das ist doch schön. Irgendwie muss ich mal mein Inventar nochmal neu anordnen. Ja, das ist ja, geht ja gar nicht. Oh, Knobi, den könnt ihr auch mal essen. Ach ja, du lootest hier mein Gebäude. Such dein eigenes, los, push. Nee, Spaß, loote mal das kleine schwarze Ding hier. Loote mal das kleine schwarze Ding. Ansonsten habe ich hier im Raum alles. Ja, Wahnsinn. Das ist Loot, ey. Alles für den Dackel, alles für den Club. Ich habe Zombie entdeckt. Und ist noch ein Zombie. Aber das finde ich auch heftig, ja, dass jetzt ab Samstag nur noch mit Schutzkleidung, also mit Mundschutz einkaufen darfst. Wo aber Mundschutz noch nicht mal als Mundschutz definiert sein muss, also nicht definiert ist, das reicht auch, wenn du den Schal umwickelst. Okay. Ja, du sollst ja die Leute davor schützen, vor dem, was du haben könntest. Na, es ist ja irgendwo, ist es ja okay. Mein Gott, wickel ich mir halt mal wieder meinen alten Pali um den Kopf, wenn ich einkaufen gehe. Sieht zwar aus wie so ein Terrorist, aber es macht ja nichts. Alter. Nee, lass das mal. Wow, oh Gott, Eddie. Ey, stellt er sich mit gezogener Waffe vors Fenster. Ich glaube, ich spinne. Ne, die habe ich ja, die habe ich ja schon zerlegt. Deswegen da das ganze Blut. Blut! So, ich war übrigens noch nie hier drinnen, ne? Tja, würde ich sagen, lass uns reingehen. Ich war mal bei uns hier in einem Sanatorium. Das ist schon ziemlich gruselig. Da sind auch ein paar richtig abartige Sachen passiert bei uns hier. Oh, Bleiplatte, cool. Also hier bei unserem Sanatorium, ey, da sind schon jetzt Zombies. Okay, ist es bei dir? Ne, ist bei mir, ist bei mir! Eieiei. Du kannst doch gern 20 Schlösser finden. Oder einen ganzen Rucksack voll. Wäre ich voll dafür, Alter. Naja, eng ist ein sehr dehnbarer Begriff. Was? Brüller, ja, Schenkelklopfer. Seife!
Panzermunition. Kein Wunder, dass das Sanitorium mir zuhört. Wie die ihre Patienten erschießen hier. Hätte sie wenigstens Kopfschüsse gemacht, da hätten wir keine Zombies. Batterien. Ja, keine Autobatterien, sind kleinen blauen, ne? Ach, schon wieder ein Zombie. Das ist aber bei dir, Eddie, oder? Ist eigentlich noch eine Etage höher? Gibt es keine Treppen, ne? Nee. Hau ne weg. Hast du hier unten im Parterre schon alles gelootet? Ich gehe mal ins zweite Obergeschoss, ne? Eine Krankenhaushose. Möchlich. Ja, ich befürchte, dass der bei mir irgendwo ist. Nee, jetzt gibt's hier die Schrotflinte. Wie gesagt, muss ins Gesicht treffen. Also ich habe da gar keine Schwierigkeiten mit. Also auch mit der MP5 nicht. 20er Schachtel kippen. Ich würde schon sagen, es sind vergleichsweise wenig Zombies hier. Wenn ich das richtig Na, habt ihr ihn gefunden, ja? Hier war ich schon. Jetzt gleich liegen bleiben, Digga. Hier haben wir ein Radio gerade geklingelt. Er hat gerade irgendwo ein Radio geklingelt. Also Musik gemacht oder habe ich mir das jetzt eingebildet? Ah, du hast ein Radio gehabt oder was? Ja, mach die mal nicht an, Alter. Oh, Dietrich. Alter! Bist du gestorben? Ich nicht. Jar Jar, lebst du noch? Eddie lebt auch noch? Dann ist der Zombie gerade draufgegangen, der geschrien hat. Ja, ist doch in Ordnung. Da müssen wir uns auch um keine Sorgen machen, wo das da eine Bombe liegt. Hat hier echt irgendein Hund? Minen gelegt im Sanitorium. Ich fass es nicht, ey. Da wirst du bekloppt, Alter. Nee, es hat nirgendwo gepiept. Der Zombie hat einfach nur geschrien und dann hat es bumm gemacht. Er läuft da nicht rum, ey. Nachher wirst du auch noch. Gebumst, genau. Weggebumst. Die Frage wäre jetzt natürlich tatsächlich aber interessant. War es eine... So eine Bewegungsmeldermine oder eine normale? Hier? Nee. Okay, guckt euch ruhig ein bisschen um. Nicht, dass hier noch irgendwo eine so eine Sensormine liegt, ey. Obwohl, wir müssen ja auch nicht einfach nur nicht hier lang.
Also ich habe nichts weiter gefunden hier. Also irgendwie Schlösser, Farm, auch in der großen Stadt kann man größtenteils wohl knicken, würde ich sagen. So, guckt schön auf den Boden. Nicht, dass hier irgendwo noch eine Sensormine liegt. Oh Gott. Ist ja echt schon hier. Ey, du kriegst ja echt schon Schiss, wenn du durch die Tür gehst, dass du hoch gehst, ja? Das ist Wahnsinn. Du Rasierklinge, ey. Überall Rasierklingen hier in dieser Bude. Oh, Mundschutz, jawohl. Ich glaube, der funktioniert nicht mehr. Ah, ich gucke mal schon, ob hier irgendwo eine Bombe liegt. Okay. Mein Bombenräumkommando, Eddie. Welche? Welche sind das? Nö. Englische YouTuber gucken mir schon mal gar nicht an. Ich will ja verstehen, was die da labern. Schön, freut mich. Lass es bloß aus. Das ist alles griechisch für mich. Ja, ja. Das ist ja alles fachchinesisch. Mach ihn weg. Sehr schön. Ja, ich muss urinieren, alles klar. Sehr schön. Einmal nix, noch einmal nix. Es Satz mit X, das war wohl nix. Ne, hier oben liegt nix. Lohnt nicht. Ja, irgendwie keine Schlösser, ne? Eine Menge Zombies, keine Schlösser. Wahnsinn, also ich habe jetzt nicht ein einziges gefunden. Dafür was zu trinken. Aber ich habe andere schöne Sachen gefunden. Verbesserten Dietrich für die Black Widow. Und Schraubendreher habe ich gefunden. Ein Rüsseltier. Warte, ich komme mal. Echt jetzt? Manchmal, ne? Ah, da juckt mir echt der Finger am Abzug. Was ist das für ein Rüsseltier? Ich habe hier irgendwo einen Schuhricken, ey. Der werft dir gleich einen Kopf. Das ist auch so ein Rüsseltier. Was? Ne, er hat ein Bild gezeigt mit einem Typen, so eine Abbildung mit einer Gasmaske drauf. Also ich glaube, hier müssen wir raus, ne? So, Bombenräumkommando. Ich laufe direkt in seiner Flucht, ey.
Hier, diese kleinen Baracken da, die können auch Schlösser haben. Achso. In der Orangenen auch? Na dann, Bombenräumer. Na, ist doch gut. Weißt du, wenn es brauchst, dann findest du es nicht. Wenn es nicht brauchst, dann findest du Tonnen. Waren wir hier in den kleinen Gebäuden schon? Nee, ne? Ja? Okay. Dann wieder ab in eine große Stadt, würde ich sagen. Können wir direkt nochmal die Sporthalle und Waffenläden können wir nochmal looten. Was willst du denn da? So eine Metallschrott. Also ich habe nicht mehr so viel Platz im Inventar. Okay. Ich finde es erstaunlich, dass noch keiner von uns gestorben ist. Ja. Lauf mal lieber auf der anderen Seite, falls der Eddie da in eine Bombe reinläuft. Flaschenmine, die hat doch nicht so einen riesen Sprengkreis. Die improvisierte Flaschenmine? Ach so. Die so aussieht wie so ein zweiter Weltkriegs, wie sagt man, Blindgänger. Ach was, die springt einen Meter hoch? Was ist das denn? Das ist ja geil. Ist ja mies. Die kann man aber nicht bauen, oder? Okay, ja, dann ist das diese rostige da. Diese rostige, die man da manchmal findet, ne? Die so komisch aussieht. Ne? Die geht's, ey, wie geil. Plötzlich wurde es nach. Okay. Oh Mann. Ja, schön. Ich habe bei der Topfbombe auch nicht mit so einem riesen Radius gerechnet. Und auf einmal war ich tot. Und alle, die um uns rumstanden, also wir drei waren ja tot, oder vier. Auf einen Schlag, wups, waren wir weg. Ach ja. Schon witzig manchmal. Ja, vielleicht hat er das Schlauste gemacht, was man tut. Er hat sich wieder mal einen vernünftigen Schlafrhythmus angewöhnt. Weil wir haben es Viertel nach drei. Das ist ja auch nicht gerade normal, ne? Corona sei Dank, ja, unbedingt. Ohne Scheiß, ne? Wenn das ab nächste Woche, ab Samstag jetzt mit dem Pali, ne? Dann hole ich mir so ein schönes rotes Halstuch, dann ziehe ich mir ein grünes Hemd an, eine blaue Jeans, dann lege ich mir noch einen Gürtel mit zwei Colts zu, dann noch ein Cowboyhut auf, dann mache ich einen auf hier auf Dalton. Ich Everell Dalton, gehe dann ins Geschäft. Hände hoch, Überfall. Was? Oh, falsche Geschäft. Hoppla. Schon gewundert, warum das Fenster auf einmal auf der falschen Seite ist. Was sehe ich denn da? ACP-Muni. Ja, du. Ey, verpiepsch. Jagdziel, Fernröhr. Okay, ich hoffe, damit ist es sehr ekelhaft.
sehr schön. Patrone für meine AK. Wo ist sie jetzt hin? Pflanzenöl. Ja, Wahnsinn. Kannst die Zombies einölen, bevor der sie erschießt. AK-74 Magazin. M16 Muni nehme ich mit. Ich habe nur ein leeres Magazin gefunden, ne? Das bringt ja nichts, oder? 74, nicht 47. Geh mal aus dem Weg hier. Alles gelootet hier, Eddie? Alles klar, dann weiter. Gar kein Platz mehr? Jaja? Ich habe eine Idee, auch wenn dir das nicht gefällt. Setz den mal auf und gib mir dafür deinen Hut. Weil der braucht 4 Plätze und dein Hut im Inventar braucht nur einen Platz. Das ist besser. 4 Plätze. Wir können auch erstmal zum Auto. Holen das Auto und fahren von da aus zur Sporthalle. Gehen wir jetzt noch ins zweite Waffengeschäft. Ein bisschen was kann ich noch mitnehmen und dann schmeißen wir die Sachen hier schon mal in die Karre. Ja, ich auch. Ja, ich kann auch noch. Ich habe noch ein paar Plätze, habe ich noch frei, aber halt auch nicht mehr allzu viel. Oh ja. In your face, bitch. Da hinten ist noch einer. Ich muss jetzt kurz mal mit der M1 noch schießen. Da ist noch einer. Sind jetzt auch alle so viele Zombies hier? Unfassbar. Ich überprüfe mal hier die Fenster, nicht, dass da mal einer drinne steht. Hier wird nämlich gerne von diesen Fenstern aus hierhin geschossen. Unser Bombenräumkommando ist schon mal vorgegangen. Sehr gut. Antipersonenmine. Hat er die jetzt aufgenommen? Ja. Blendgranate. Nein, was soll's. Was ist das denn? Mandeln. Was denn? Ach so. Ich dachte, du hast... Jetzt ist... Manchmal ist es so bescheuert. Ja, ja, komm, hör auf. Sabbel nicht. Also manchmal habe ich hier so leichte Bugs, ey. Ja, immer. Das ganze Spiel ist ein einziger Bug, aber es macht trotzdem Spaß. Ich bin so bei 60. Wobei ich auch ab und zu mal Drops habe, so ein bisschen. Also heute wieder mehr als letztens. Zombie, Vorsicht. Gott. Ja, die lassen wir am Leben. Lass die Zombie in den Häusern am Leben, das ist Munitionsverschwendung. Achso.
Ist heftig, was jetzt gerade hier Zombies spawnt. Nicht rausgefallen. Was hast du für eine Waffe? Eine M1? Okay. Und du hast keinen Schuss mehr drin. Jetzt nicht mehr. Nicht so richtig. So, packen wir die Sachen schon mal ins Auto hier. Also so die großen Sachen, ne? Kleinkram lasse ich jetzt noch in der Tasche, aber großen Kram. So, ich starte schon mal. Ja, ich würde so Werkzeugkisten und sowas rein, aber die Kleinkram später. Eddie, kommst du mit? Wieso denn das? Mach das doch später. Du hast doch gerade einen Rucksack gefunden, oder nicht? So. Ja, aber mach jetzt nicht den ganzen Rucksack leer für 5 Items, die du jetzt noch in der Halle findest. Das wäre Quatsch, dann muss er wieder rausnehmen. Er macht den ganzen Rucksack leer. Oh. So, ich guck schon mal, dass ich hier ein bisschen vorcleane. Was habe ich noch? 6 Schuss, Alter. Das wird knapp. So, jetzt habe ich noch 3 Schuss. Nee, M1 ist nicht das Problem. Die AK-74 ist das Problem. Aber warte, ich wechsle einfach auf Pistole, ist egal. Ja, ich auch. Einfachste Methode hier. Aufs Tor. Aber so wie es aussieht... Unter uns in der Tiefgarage wird einer sein. Okay, pass auf, Eddie. Genau, du fängst hier an. Jaja, du fängst da vorne links an. Und ich fang da vorne rechts an. Nee. Schrotmuni lasse ich liegen, ne? Da haben wir ja wirklich mehr als genug von. Wo ich sagen muss, ich habe gerade hier eine Schrotflinte gefunden. Ich nehme die Schrotflinte mit. Der Eddie. Weil das noch ein Zombie? Nicht zwangsläufig. Weil wir sind hier zu dritt, also er kann sich ja nur ein Ziel von uns aussuchen. Wir machen hier einen Krach, ne? Ich habe leider auch gerade nichts großherrlich anderes zum Schießen da. Echt nur hier die Schrotflinte. Ich habe gerade durch Zufall eine gefunden. Ich hätte mehr Munition mitnehmen sollen, aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich hier so viel raushaue. Also ich brauche keinen, ich habe ein ganzes Paket gefunden und ein paar Einzelschuss. Nee, ich höre noch einen.
Siehst du doch, ich bin links neben dir. So, aber ich würde sagen, wir sind hier durch. Eddie, hast du vorne links hier gelootet? Weil meinst du, hast du irgendwie dann Ruckler? Na gut. Achso. So, gucken wir mal, ob hier noch was ist. Ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt leider keine Schlösser gefunden. Wird ja jetzt auch langsam dunkel. Dann müssen wir es beim nächsten Mal einfach nochmal versuchen. Vielleicht setzen wir uns ein anderes Ziel als Schlösser. Dann erstmal schönen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn jetzt nicht die Super-Mega-Action war und leider das Ziel nicht erreicht war. Vielen Dank fürs Zugucken. Danke auch an Jar Jar und Eddie fürs Mitmachen. Und danke an dich, du hässlicher Zombie, fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und danke auch Maverick für die kleinen Hintergrundkommentare zwischendurch. Tschüss. Ciao, ciao.